Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel der SG Ratingen gegen die HSG Warel Friesland. Ich begrüße zu meiner Rechten, von Ihnen links aus gesehen, den Trainer der HSG, André Staszewski, und auf der rechten Seite unser Heimtrainer der SG Ratingen, Richard Radka. Ja, das Spiel war nichts für schwache Nerven. In der ersten Halbzeit war die SG Ratingen mit 11:8 zur Halbzeit vorne, nicht zuletzt aufgrund eines glänzend aufgelegten Ben Schütte. Nach der Halbzeit drohte das Spiel dann zu kippen. Die Friesländer kamen nach vorne und führten zeitweise mit 2 Toren, bis dann ein Zwischenspurt dann wieder das Ganze in die Waage brachte. Aber bis zum Schluss war dieses Spiel eng umkämpft. Endergebnis 22:21. So, André, Ihre Einschätzung zu dem heutigen Spiel? Ja, erstmal guten Abend. Einschätzung ist wirklich ganz schwer, sofort nach dem Spiel die Wörter zu finden. Wir haben zu viele technische Fehler uns geleistet mit 18 Stück und muss man sagen, wir waren nicht clever genug. Die Abwehr stand, also mit 22 Toren am Ende muss man zufrieden werden, aber 21 Tore sind viel, viel zu wenig. Natürlich, wir hatten diese Chance in zweiter Halbzeit, wo haben wir uns abgesetzt mit 2 Toren bei 14:16, weiter in positive Ergebnisse reinzukommen. Leider kassieren wir unnötige Tore, 5 Stück in Folge, und das war das Entscheidende am Ende. Muss man sagen, das war ein Spiel nicht für schwache Nerven. Die Saison ist gerade angefangen, aber wir versuchen die nächsten 29 Spiele, welche bleiben uns, noch besser machen. Danke. Richard Radka, Ihre Einschätzung, André sagte es schon, kein Spiel für schwache Nerven. Wie sieht es mit Ihren Nerven aus? Ja, guten Abend. Natürlich, so ein Spiel ist immer für die Zuschauer eine tolle Sache, weil man wirklich Spannung hat bis zum Schluss. Für uns ist es immer angenehmer, wenn man hochführt als Trainer. Das ist dann immer etwas entspannter. Ja, zu dem Spiel, das war ein Spiel auf Augenhöhe, es war sicherlich, ich nenne es mal einfach Sommerhandball. Wenn man draußen steht, hat man eigentlich keine große Lust, in die Halle zu gehen. Und ich glaube, irgendwo waren die Spieler auf beiden Seiten heute nicht ganz so auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit, wie man es vielleicht erwartet hatte. Und ich glaube, dass beide Mannschaften irgendwo ja, behäbig gespielt haben, vielleicht auch am ersten Spieltag immer noch so eine Unsicherheit. Man weiß nicht genau, wo man steht, man ist noch ein bisschen verunsichert, man hat noch keine Basis, man hat noch keine Informationen, man hat noch keine Sicherheit. Man fängt bei Null an und ich glaube, dass man das bei beiden Mannschaften heute gesehen hat. Es waren zeitweise ganz gute Dinge dabei, es waren zeitweise wirklich viele technische Fehler dabei. Und letztendlich muss man sagen, haben wir das Quäntchen Glück gehabt, zum Schluss einfach ein Tor vorne zu sein. Und das ist für uns natürlich sehr gut. Das sind 2 Punkte, die wichtig sind, immer wichtig sind, gerade am Anfang. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir müssen uns erheblich steigern, wir müssen erheblich anders auftreten insgesamt, kämpferischer auftreten. Wir müssen einfach viel mehr Dynamik in unser Spiel reinbringen, eigentlich das, was wir in der letzten Saison geboten haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen werden, weil wir jetzt einen Anfang haben, wir haben eine Basis und darauf werden wir aufbauen und diese Woche auch in der Richtung arbeiten und auch uns da ein paar Gedanken machen. Und man sieht natürlich ein Problem, was wir haben, ist, dass wir im Moment keinen Linkshänder mehr zur Verfügung haben, rechten Rückraum, da müssen wir improvisieren. Und das haben wir noch nicht ganz so im Griff, wie ich mir das vorstelle oder wie das dann effektiv auch sein könnte. Und da müssen wir sicherlich noch einiges tun. Und ich erwarte einfach, dass wir diesen Sieg abhaken, positiv abhaken, aber nicht als Basis nehmen, sondern dass wir uns alle einig sind, dass wir uns steigern müssen, dass wir einfach einen besseren Handball spielen müssen, um Walke erfolgreich zu sein. Dankeschön. Danke, Richard Radka. André, das Spiel war, wenn man Ihren Torhüter gesehen hat und den Marvin Pavlak, sehr emotional. Wie ist Ihr Resümee so vom ersten Spiel, die weite Reise? Ja, natürlich mit Marvin haben wir einen Glücksfall, der ist zu uns eingestoßen. Natürlich, wir sind noch nicht mit ihm gut eingespielt, also das Tempospiel fällt ein bisschen. Lange Reise, natürlich ist das, wir haben, sagen wir, ganz lange Reisen diese Saison nach Westen. Also hier kann mit Bahn fahren, kann man so sagen, aber das spielt keine Rolle für uns. Natürlich, da sind Kostenfaktor ist ganz hoch, aber
was soll ich sagen, wir versuchen, das Beste zu machen. Das Malvin Pasak ist nicht der einzige Spieler in der Mannschaft. Also ich sage, die ganze Mannschaft hat toll gekämpft. Ein bisschen waren wir zu hektisch, ein bisschen zu viel haben wir uns mit Schiedsrichter in Gespräche genommen. Aber das sind die ersten Spiele, wo muss man durch und die Ruhe kommt schon. Richard Radka, Sie haben ja das Spiel schon analysiert, haben gesagt, Ihnen fehlt der Linkshänder. Was sagen Sie zur Stimmung in der Halle, zum Zuschauerzuspruch? Ja, ich bin angenehm überrascht. Also gerade im Moment ist es ja eigentlich noch nicht die große Handballzeit. Deswegen freue ich mich einfach, dass uns so viele unterstützt haben. Und ich glaube, auch die letzten Minuten haben der Mannschaft auch extrem geholfen. Das Publikum war dahinter und hat auch da die Mannschaft nochmal nach vorne gepusht und hat der Mannschaft geholfen. Und das ist genau das, was wir uns wünschen. Und ich hoffe einfach, dass wir das durchkriegen und dass wir das beim nächsten Spiel wieder haben werden. Danke. So, dann wenn es keine Fragen mehr gibt von den Medienvertretern, bedanke ich mich bei Ihnen, André, wünsche Ihnen gute Heimreise und viel Glück für die nächsten 29 Spiele. Sie werden es schon schaffen. Richard Radka, herzlichen Dank, viel Erfolg für die Zukunft und damit Dankeschön, schönen Sonntagabend noch. Samstag haben wir ja, Samstagabend. Okay, der Zeit voraus. Dankeschön und gute Heimfahrt allerseits.